31. Mai 2022. Und jetzt ist da noch ein Spatz gesehen, bei mir auf dem Balkon. Der hätte jetzt auch noch aufnehmen können. Vielleicht macht er noch eine Runde. Da würden wir gerade noch mal aufnehmen. Dafür haben wir und da ist der Bus halt wieder. Ja, vielleicht ist das so ein beliebter Ort für den Bussard, weil hier eventuell kommt der Wind vom See und dann wird er hier an dieser Musikkulisse dann so wie drauf gehen. Also man kann sich die Windströmungen so vorstellen wie Wasserströmungen. Also, das ist eigentlich nicht anders. In der Bewegung, ja, dass man sich vorstellt, Wasser würde da durchgehen. Dann würde das hier hinten auch an dieser Musikkulisse dann so wie nach oben strömen, das Wasser. Wenn man jetzt sich das vorstellt, das ist ähnlich auch mit der Luft. Kann das sein, dass nachher dadurch der Bussard so ganz langsam durch die Luft schweben kann, weil eine Aufwärtsströmung entsteht und man sonst nur bei höherem Tempo erzeugen würde, wo ihn dann halt so in die Luft rauf. Vielleicht kommt er noch mal dafür. Falls er nochmal vorkommt, würde ich mir noch ein Video machen. Und falls ich das bemerke, dann ist er klar.